Jo Leute und willkommen zum neuen Let's Play auf diesem Kanal. Und zwar jetzt zu dem letzten Teil von der Uncharted Reihe. Und zwar Uncharted 4. Ja. Wir haben ja schon den dritten Teil, den zweiten und den ersten Teil gemacht. Und jetzt, Freunde, der vierte Teil. Der letzte Teil der Nathan Drake Reihe. Ich würde sagen, let's go, Story. Neues Spiel machen wir leicht und fortfahren. Let's go. Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Henry Avery, 1694. Alright, direkt in die Action. Sam. Zack. Ah, da ist noch einer. Hui. Thank you.
funktioniert? Jawohl, komm schon, bring uns hier raus! Fahr direkt zur Insel! Nathan. Was sollen wir nur mit dir tun? Du bist die Standpauken bestimmt längst leid. Ich bin es jedenfalls. Und jetzt musst du das Wochenende hier bei mir bleiben, statt mit den anderen den Ausflug zu machen. Mir doch egal. Ja, das ist der Kern des Problems. Ich verstehe nicht, warum nur ich bestraft werde. Weil du den Streit angefangen hast. Er wollte mein Buch nicht hergeben. Ich hatte dir gesagt, lass die Bücher in deinem Zimmer. Du bist selbst schuld daran. Er hat trotzdem kein Recht, es mir wegzunehmen. Gibt das dir das Recht, ihn einfach zu verprügeln? Es ging nicht nur um das Buch. Worum denn dann? Nichts. Ich heb's mir für die Beichte auf. Egal, was ich versuche. Du scheinst unbedingt denselben Weg einschlagen zu wollen wie dein Bruder. Was für ein Jammer. Okay. Erstes Kapitel, die Verlockung des Abenteuers. Als junger Nathan Drake sind wir jetzt erstmal unterwegs. Okay. Let's go. Raus hier. Ich seh dich. Auf geht's zu Sam. Hoch und rüber. Hier rein. Okay. Still und leise. Still und leise. Genau. Aber auch ist es nicht unsere Aufgabe, solchen Jungen zu helfen? In der Zwischenzeit muss ich ein Dutzend weiterer Jungs vernachlässigen. Was soll ich denn tun? Meine Meinung kennen Sie. Tja, ich bin noch nicht bereit. Sie müssen es einsehen. Gut, ich rede morgen mit ihm. Okay. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht, Schwester Catherine. Okay. Na los. Bewegung, Schwester. Na, guck weg. Okay, let's go.
Wasser. Guck weg, Schwester. Und raus hier. Ah, da ist er doch, Sam. Ich sehe dich. Sam, warte. Kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, Nathan, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Es ist draußen. Wie war das mit dem Ärger noch? Ja, das ist deine Ausnahme. Aha. Guter Sprung. Komm, hier. Da bist du leicht. Die Schwester genug zur Futter? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Erinnere ich mich. Wie geht es, Pater Duff? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, hab mir Lust auf Schuldgefühle. Türkeil. Doch schon. Ja, das dachte ich jedenfalls. Nein, das ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Boah. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. So. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Ja, nein, nein. Aktuell eher nein. Okay. Ohne Mogen kein Ruhm. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Alles klasse. Anlauf nehmen. Und hopp, überspringen. Hab dich. Siehst du? Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Ziemlich cool, was? Ja, voll.
direkt hinter dir. Hey, da kommt ein Sprung. Okay. Okay. Durch die Mitte. Schön vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Bereit, Tarzan? Ja. Okay, weiter. So. Bist du mal dran? Alles klar, Sam. Ja, echt. Ich folge dir dann. So, so geht das nicht. Okay. Dann mal los. Locker easy. Okay. So. Und draußen. Okay. Sieh mal. Ne? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da. Okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Was Jahren raus... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay. Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt.
wollen wir hinfahren und das holen. Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Más bien. Acabemos con esto. Nada más. Gustavo. Schau dich kaputt. Gustavo. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? Rompele el brazo. Esto va a... Zack. A ver cómo te sales de esta. Tú lo empezaste, ¿qué tal esto? ¡Gánenmelo! No dejes que el cuerpo gane, Gustavo. ¡Lucha como un hombre! ¡Quédalo! ¿Qué? ¡Toma esto, pendejo! Und Kapitel 2 ist schon ein höllischer Ort. Okay. Hey, darf ich gleich mal duschen? Kajati. Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota! Die Treppe rauf! Jene están yendo un prisionero. Abran la reja. Mensch, Nathan, was hast du nur angestellt, dass du hier landest, gelandet bist? Im Gefängnis. Hey, und schwül. Willkommen in Panama. Hey, Gringo, vi lo que hiciste a Gustavo. Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Huéfense. Quietense, cabrones. Hey, hey, tranquilízate. Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment. Was hast du gesagt? Bist du früh genug raus?
¿Lo escuchaste? ¿Qué está mirando? Nada, amigo. De atrás. De ese me encargo yo. Bien. Nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mir nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt sich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Draufgeschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja. Hab's da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Bei den Kissen. Okay. Ein Schatz. Katzenanhänger aus Panama. Okay. Geht.
was für eine Aussicht. Die könnte da runterrutschen. Seil am Posten. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Auf nach oben. So. Jetzt muss ich die höchste Zelle finden. Wenigstens hatte Burns bis zum Schluss eine schöne Aussicht. Schon falsch geklettert, oder? Nee. Einfach hier nach oben. Zu knapp. So. Schwer zu glauben, dass hier dann Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Okay. Wo lang? Oh, was haben wir denn hier? 18. Dezember 1696. Heute Nachmittag ließ ich den ersten aus Captain Averys Crew hängen und seine Kameraden hatten Logenplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihn vor den nächsten Akt aber ungeheure Angst eingejagt. Meinem Besuch bei den verblendeten Männern im Turm. Die armseligen Piraten warfen sich mir zu Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages möchte ich solche Gnadengesuche von ihrem flüchtigen Kapitän hören. 20. September 1696. Heute Morgen ließ ich die restlichen Piraten hängen. Eine arme Seele war so mutig, mir noch beim Überstreifen der Kapuze eine Bestechung anzubieten. Weitere vage Versprechungen eines riesigen Schatzes. Ich fragte ihn, wo dieser Schatz zu finden sei und ließ ihn bei seiner Antwort baumeln. Ich ertrage keine weiteren Piratenlügen mehr. Ja, war jetzt noch was auf der Rückseite? Okay, man kann es nicht drehen. Na gut. Genau, hier weiter. Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Die Spanier wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Wie viele Piraten hier wohl gestorben sind. So. Ah, ein Schatz. Den nehmen wir natürlich mit. Was haben wir hier? Navaja Klappmesser. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Sam, verpasst echt was. Auf geht's. Burns Zelle. Zelle. Speed. Okay. Wo fange ich an? Freund, ich würde sagen, hier ist erstmal Schluss mit Uncharted 4. Ja, doch. Hier ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt den Part zu beenden. Freunde, wenn euch der erste Part von Uncharted 4 gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, aktiviert die Glocke und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Uncharted 4. Haut rein, Zockerboy, Game Over. Ciao.